Hallo zusammen, es ist Winterzeit und Speiseeiszeit. Das ist eine Speiseeistruhe für den Verkauf von Speiseeis oder eben auch Glasse. Es ist ein Fremdgerät, wir reparieren ja auch Fremdgeräte im Winter. Hier ist eine spezielle Steuerung, da war ein Kabel locker und hier seht ihr dazu, wir haben hier eine Batterie drin, wir haben einen Kompressor drin, diese Steuerung war defekt. Dann ist hier ein Ladegerät extern, das funktioniert, wird zwar relativ warm, aber funktioniert, Batteriechanger. Ja, wir haben die repariert, die steht, ich glaube, seit dem August funktioniert die nicht mehr, aus irgendeinem Grund. Weil die Steuerung kaputt ist. Wir bauen auch selber so Geräte. Habe ich sicher ein Video gemacht, verlinke ich euch in der Endcard. Und jetzt ist ja Mitte im November. Ihr wisst, wir haben auf der Homepage nachgeschaut, wir haben Betriebsurlaub. Wir haben den Laden einfach jetzt zugemacht. Das Video ist voraufgezeichnet, das haben wir noch im Oktober gemacht. Das Gerät wieder zurückgeschickt. Wir haben den ganzen November zu. Wir haben. Das heißt, man stellt den Betrieb allein. Man muss ja nicht gar Konkurs gehen, aber wir nehmen das Geschäft ja dann wieder auf im Dezember. Wenn ihr dann Reparaturen habt, könnt ihr die vorbeibringen. Wir machen das, kein Thema, zum Fixpreis. Wir können Kühlgeräte reparieren. Also wenn es irgendwas Spezifisches ist, können wir das in der Regel reparieren. Der Kostenvoranschlag, wenn das Gerät hier ist, zum Reparieren machen wir gratis, also ohne Kosten, aber eben erst wieder nach November. Ihr könnt auch nicht anrufen hier, also anrufen könnt ihr schon, aber wir nehmen einfach das Telefon nicht ab. Wir beantworten keine Mails und wir beantworten keine Faxen. Es geht vor allem an Behörden, weil die faxen noch. Solche Truhen mit der Batterie, das fertigen wir aus Liebherrgeräten. Fragt uns an, wir haben einen Katalog dazu, der wird jetzt aber überarbeitet, weil Liebherr hat im ganzen Bereich Kühltruhen die Produktion von Österreich nach Malaysia verlegt, weil vielleicht in der EU die Auflagen zu groß sind und die Energiekosten in Malaysia auch günstiger sind. Da könnte man jetzt über die Politik reden, die das verbockt hat. Bei uns ist der Strompreis, ich habe den gekriegt, von 14 Cent hochgestiegen auf 36 Cent oder Rappen pro Kilowattstunde. Wir haben jetzt in den letzten drei Monaten die SUVA hier gehabt. Amt für Umwelt, eine Kontrolle, ob wir die Umweltvorschriften einhalten. Jetzt steht noch an, da habe ich noch keinen Termin, die Elektrokontrolle, die dann noch sein sollte. Zur Info, SUVA ist Schweizerische Arbeits- und Unfallversicherungsanstalt. Jetzt habe ich einen Brief gekriegt, dass wir die Elektrogeräte, Handelektrogeräte, 230 Volt, die wir hier in Steckdose einstecken oder sonst kontrollieren lassen soll, kostet 5 Franken pro Elektrogerät, wenn da einer kommt zum Kontrollieren bei mehreren Geräten. Ja. Jetzt habe ich eine Bohrmaschine, ich habe einen Winkelschleifer, ich habe 2, 3 Winkelschleifer. Jedes Gerät will der kontrollieren und reparieren. Das sind Kosten, die wir
haben müssen, machen wir doch lieber den Betrieb zu. In Deutschland sind wir so weit, dass wir den Betrieb zumachen. In Deutschland ist es noch viel schlimmer als in der Schweiz. Wir haben auch andere Ausgaben wie Serafe, das ist Zwangsgebühr, Steuern für, oder Steuern oder Gebühr, für Fernsehabgaben und Radioempfang, die wir in der Firma bezahlen müssen. Ist ein Wahnsinn, was da auf uns zukommt. Und die laufen auch jetzt im November, wenn wir den Betrieb zu haben. Müssen wir mal fragen, ob wir da ein Geld zurückkriegen. Oder schreibt mir unten in den Kommentare, muss ich die Radio-TV-Gebühren bei Betriebsschließung oder Stilllegen nach Habeck einfach mal so einen Monat zumachen, muss ich dann die auch bezahlen? Betrieb steht ja, Türen sind einfach geschlossen. Das sind Kosten, die auf einem zukommen als Klein- und Gewerbeunternehmen und dann machen sie eine Umfrage, wie es der Wirtschaft geht, dann gehen Sie nicht zu den Kleinen, so wie uns, sondern dann gehen Sie zu den großen Firmen, da werden Sie noch verköstigt. Die sagen dann, es läuft alles super und so weiter. Wir haben sogar ein paar Leute entlassen, ist egal. Das ist die wirtschaftliche Situation momentan. Wir machen Reparaturen, da wissen wir, was wir können. Überlegt euch, ob ihr hier 2.500 Schweizer Franken für so ein Gerät ausgeben wollt, neu, oder ob es eine Reparatur tut, weil hier jetzt die Steuerelektronik, das sind auch etwa 300 Franken, was hier die Reparatur kostet. Hier verlinke ich euch ein Serafe-Video, das mit der Zwangsgebühren vom Fernseher und Radio, und ich wünsche euch eine schöne Winterzeit. Und einen schönen Tag.